Herzlich willkommen zurück, meine Spanier. Hier sehen wir Ungarn, wo wir gerade Krieg führen. Und in der letzten Folge hatten wir hier eine Wahnsinnsschlacht. Ich glaube, wir haben sogar gegen 8000 Mann gekämpft und wir hatten 5000, wie man hier sieht. Und wir haben es geschafft. Das liegt einfach daran, dass wir einen super tollen, ich denke, erstmal einen Befehlshaber haben und natürlich unser Kriegsvolk. Ne? Das war ja richtig, richtig gut. Das ist hier nicht die Schlacht, das war irgendeine andere. Und wir sehen auch natürlich hier unsere Verbündeten, die kommen, das ist super. Aber das wird alles überschattet durch unseren Kaiser, der mittlerweile 63 Jahre alt ist und das, bei schlechter Gesundheit ist. Und das macht mir ein bisschen Sorgen, denn ich, ich habe noch viel vor mit ihm und ich möchte noch den ganzen Töchtern hier noch ein bisschen Land geben. Also wir müssen mal schauen, ob wir das schaffen. Ich werde jetzt auf jeden Fall versuchen, so schnell wie möglich diesen Krieg zu gewinnen. Und da habe ich mir überlegt, einfach mal so viel Prestige zu investieren und so weiter, wie es nur geht. Das heißt, wir werden jetzt erstmal alle Verbündeten in den Krieg rufen. Einfach alle. Na? Sogar hier den Richard und hier den durchschlauchten Dogen. Und wir fragen nochmal beim Papst um Geld. Einfach damit das Geld weg ist. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir noch machen können. Ansonsten, denke ich mal, haben wir alles. Na? Wir können nicht viel mehr machen. Nee, alles klar. Also machen wir das so. Wir werden hier weiterhin belagern. Das ist eine Sache. Und wahrscheinlich würde es auch Sinn machen, bin mir da jetzt nicht so hundertprozentig sicher, dass wir unsere Truppen ausheben und auch nochmal belagern. Das könnte ja auch hilfreich sein. Also, versuchen wir das mal. In diesem Fall werden wir nicht alle auf einem Fleck ausheben. Wir werden jetzt einfach mal so 4 Regimenter ausheben. Wir werden dieses hier hinschicken. Wir werden die hier hin. Die hier hin. Und die werden wir dahin schicken. So, rüber. Alles klar. Jetzt können wir starten. Dankeschön, Herr Papst. Wunderbar. Und hier die ganzen Verbündeten, die kommen. Das ist super. So. Dann da hauen sie ab, ne? So, wir werden jetzt auf 4 starten. Geschwindigkeitsstufe 4. Wir haben 15 Meinungen. Alles klar, das ist nichts Besonderes. Hier werden wir gleich erobern. Der Fluch endet. Da ist meine Rivalin gestorben. Meine Bekanntschaft Garda wurde ermordet von Abdul Aziz. Alles klar, Abdul. Danke dafür. Ich war aber leider nicht so angespannt. Was haben wir hier? Bessere Bande. Mein Ratskanzler Lein kommt mit einem entspannten Lächeln auf mich zu. Ich würde es begrüßen, wenn wir meine Bande neu verhandeln könnten. Lein. Du bist mein Ratskanzler. Ihr erhaltet Badajoz. Okay. Würde er das tun? Das wäre ja nicht schlecht. Denn das könnte ich dann sofort den Kindern geben, ne? Ja, dann komm, das machen wir mal. Ganz ehrlich, da habe ich kein Problem mit. Und der Bauernanführer ist gestorben. Okay. Wenn er will. So. Wie wäre es mit dem, der jetzt schon was hat? Der hat schon, ne? Dem werde ich Badajoz geben. So, damit er ein bisschen stärker ist. Und den anderen, da habe ich mir gedacht, wir werden Frankreich angreifen nochmal. Aber das wird noch dauern, verdammt. So, jetzt hier angreifen. Oh, da haben wir jemanden festgenommen. Wunderbar. Jetzt sind wir schon bei 78. Ja, das kann dann ziemlich schnell gehen, wenn wir jetzt gewinnen. Wenn wir jetzt gewinnen. Oh, da kommen schon wieder die großen Truppen. Ja, aber wir sind einfach viel zu gut. Das geht so schnell. Da sind wir schon bei 90, also ich denke mal, das wird ein kurzer Krieg. Bis die da kommen, sind wir schon längst durch, hoffe ich zumindest. Bei 99 sind wir jetzt. Wir gehen jetzt noch schnell. Wartet.
Das ist die Grafschaft, also müsste man theoretisch hier noch angreifen. Wäre wunderbar. Ups, was ist da passiert? Der Friedhof. Das ist wahrscheinlich wieder so ein neues Event und ihr seht es auch an diesen Bildern. Die sehen gar nicht Crusader Kings-like. Auf der Reise durch mein Reich stoße ich auf den kleinen Friedhof eines Dorfes. Ich zolle den Verstorbenen aus Respekt oder zumindest aus Pflichtgefühl meine Ehrerbietung. Der Gedanke, dass selbst in einer bescheidenen Siedlung wie dieser so viele Generationen von Menschen vergehen, ist unvorstellbar. Ich bekomme 10 Frömmigkeit. Ganz ehrlich, ich bin nicht so begeistert von dieser Mod. Ja, da kommen neue Events und so weiter. Aber die sind, ja, es ist, da bin ich irgendwie zufriedener mit weniger Events als mit mehr. Also da haben wir den Krieg gewonnen, das war super. Eigentlich dadurch, dass wir diesen einen kleinen Jungen da gefangen genommen haben. Dann werden wir den auf jeden Fall jetzt erstmal schön beenden. Euer niederer Charakter ist Kern und Thema griechischer Theaterstücke. So sei es. Alle auflösen. Und da haben wir es. Spanien gehört uns, also Ungarn gehört uns und in Spanien sowieso. Also das ist jetzt auf jeden Fall eine coole, coole Nummer. Jetzt müssen wir schauen, was können wir denn noch? Wir könnten ein Herzogtum übernehmen, das machen wir aber vielleicht jetzt noch nicht. Nee, das machen wir noch nicht. Gold erbitten können wir in 2 Jahren wieder. Alles klar. So, und jetzt gibt es etwas, was ich mit euch anschauen wollte. Denn ich habe etwas gesehen im Vorzug Lebenswandel. Mich hat eben interessiert das Thema Vasalisierung. Gibt es da nicht irgendwie eine Möglichkeit, sich zu boosten? Irgendwie noch überzeugender zu werden? Und dann habe ich mir mal angeschaut, in der Tat, im Diplomatie-Lebenswandel haben wir hier wahre Herrschaft. Und schaut euch das mal an. Vasalisierungsangebot Annahme plus 25. Und ich habe mir jetzt gedacht, bevor wir sterben, sollten wir das auf jeden Fall mal ausprobieren. Na, der Meister der Überzeugung werden sozusagen. Also werden wir hier erstmal die Vorzüge zurücksetzen. Ich werde jetzt nochmal hier alles durchklicken. So. Und dann gehen wir hier nochmal ran, würde ich sagen. Geschichte schreiben können wir noch. Und Dignitas, Diplomatie pro Ruhmstufe, da sind wir schon bei 44. Also, jetzt haben wir quasi Respekt, ne? Super. Und jetzt könnten wir theoretisch mal bei den Leuten anfragen, die vorher Nein gesagt haben, ne? Also zum Beispiel hier. Ah ne, der war ja im Krieg, ne? Der ist auch im Krieg, verdammt. Aber hier, sie. Wunderbar. Ja, willkommen im Reich. Verona. Ja, wunderbar. Willkommen im Reich. Bologna. Ja, wunderbar. Willkommen im Reich. Ja, das läuft ja super. Was mit ihm? Der will nicht, ne? Der ist ja König. Genua, haben wir gesehen, ist im Krieg. Lombarda ist im Krieg. Genua, die sind im Krieg. Die werden zusagen. Was ist mit Berry? Nee. Nee. Was mit denen? Die sind auch im Krieg. Verdammt. Was ist mit unserer Tochter? Nein! Null! Leute, das muss gehen. Das muss einfach gehen. Das muss gehen. Warte mal kurz ab. Bis die hier alle zusagen. So. Und jetzt vielleicht. Wir brauchen eigentlich Militärstärke 16, damit wir sie überzeugen können. Schaffen wir das vielleicht mit Söldnern? Kann ich Söldner anheuern? Ich heuer mal Söldner an. Hier 800. So. Ist immer noch nicht überzeugt. Ich werde nochmal Söldner anheuern. Wieder mal 800. Lass mal ein paar Tage vergehen. Immer noch nicht. Bringen die Söldner überhaupt was? Ich
wir ballern gerade das Geld als... Ja, das ist jetzt einfach ein Test, damit ich sehe, ob ich sie überzeugen kann. Immer noch nicht. Nein, komm schon. Blanka, tu mir das nicht an, Blanka. Verdammt. Sie ist auf Null und ich kann nichts machen. Oh Mann, bitte nicht. Blanka, bitte nicht. was mit Zürich? Oh, die könnten wir haben. Wunderbar. Willkommen, willkommen. Was mit denen? 50. Die sind auch gleich durch. Das ist nicht schlecht. Ach Mann. Oh, verdammt, ist das knapp mit null und ich will nicht sterben. Jetzt, das wäre nicht nett. Das wäre überhaupt nicht nett. Sie nimmt an, sind wir jetzt stark genug? Was können wir denn noch machen, um etwas stärker militärisch zu werden? Ich versuch's nochmal. Ich versuch's einfach. Wir lassen wieder ein paar Tage verstreichen. Nee, das funktioniert ja nicht. Immer noch 15. Verdammt. Oh Mann. Rivale. Nein, Rivale. Geh mal weg hier. Hinrichten natürlich. Ich will Anspannung verlieren. Oh Mann, irgendwie war das früher besser, finde ich jetzt auch. Diese Mod ist jetzt auch nicht so toll. Was passiert, wenn wir hier, wenn wir sie crushen? Da habe ich sogar Anspannung bekommen. Oh Mann, das funktioniert ja alles nicht. Auch diese verdammten Mods. Ich werde ein Fest mal veranstalten. Das bringt auf jeden Fall mehr. Willkommen, meine Freunde. Oh Gott sei Dank, da ist es. Oh, das hat einfach nur ein bisschen Zeit gedauert. Endlich, meine lieben Freunde, endlich haben wir sogar Maghreb Vasallentum anbieten. Jetzt schaut euch mal unser Hispanien an. Oh, ausgezeichnet, willkommen in der Familie, liebe Blanka. So, jetzt mal hier zur Seite, Leute. Ich will mir das erstmal anschauen. Boah, das sieht ja so gut aus. Und das alles auf friedlichem Wege. Also bis auf Ungarn natürlich. Und das habe ich die ganze Zeit vor meinen Augen gehabt und nicht gesehen. Die wahre Herrschaft, ne? Also, wir müssen lernen, wenn wir Richtung Diplomatie gehen, sollten wir auch mal erlaucht nehmen. Irgendwann, wenn wir in der Lage sind, Vasallen zu nehmen, dann habt ihr sowas, ne? Habt ihr ja gesehen, ne? Wir können ja theoretisch auch die Lombardei, Genua und Savonien ja auch, nur die sind aktuell im Krieg. Oh Gott, jetzt bin ich beruhigt. Jetzt kann ich in Ruhe sterben. Eine schändliche Wahrheit ist ans Tageslicht gekommen. Leine soll eine inzestuöse Beziehung geführt haben. Mit Uraka. Und Uraka? Warte mal. Ist das seine Schwester oder was? Nee. Naja, komm. Naja, komm. Ab mit wem ins Gefängnis? Mit Uraka. Ich kerkere sie ein. Okay, ab mit ihr ins Gefängnis. Gefangene von mir, ehrenhafte Memme. Ja, alles klar. So, jetzt hier. Britannien, willkommen, ne? Ich bin... Ach, das ist ja der Wahnsinn. Ich bin da wirklich der Meister der Überzeugung. Ich muss nur quasi mit dem Finger schnipsen und schon sind sie da. Die sind alle noch im Krieg. Leider würde ich sagen. Was ist mit Breisgau? Breisgau ist auch dabei. Was mit Baden? Baden nicht. Also wunderbar. Wir haben sogar wirklich Zürich und so weiter.
Es kommt zur Katastrophe. Entschuldigung, der Wein. Wir haben das nächste Fass geöffnet und er ist schlecht. Der gesamte Wein ist schlecht. So, was kann man denn machen? Geld verlieren für Meinung. Den Durst bekämpft. 10 Jahre Prestige. Wir bekommen Geld für Prestige, genau. Oder den Durst bekämpft, weil ich Frohnatur bin. Prestige brauche ich nicht. Ich nehme das Geld. Das ist auch okay. Ausgezeichnet. Die sind jetzt auch dabei. Kommt jetzt, Leute. Beendet doch mal den Krieg hier. Vielleicht könnte ich auch noch einen Krieg führen. Einen Religionskrieg. Warum kann ich nicht? Ach, ich habe ja gar keinen... Verdammt, was mit denen hier? Ich könnte gegen sie einen Krieg führen. Ihr merkt schon, ich will einfach so schnell es geht hier noch einen Krieg führen, damit die Kiddies, ne, die Mädels da oben einen Titel erhalten, bevor ich sterbe. Meine schönen Gewänder. Jedem war klar, dass Goto so viel getrunken hatte, doch sie wollte uns unbedingt vom Gegenteil überzeugen. Schon das Aufstehen war zu viel für sie. Okay, ihr solltet euch schämen, Goto. Ich bekomme Anspannung. Oder ich verbessere die Beziehung. Komm, die sollen sich mal schämen. Das ist ja eine Dame, Mensch. Also. Festmahl, als meine Gäste gehen, als alle nach Hause gehen. Was war eigentlich? Alles super, super gemacht. Grüß mich, Lava. Perfekt. So, jetzt hier, bitte. Ist genug jetzt. Also machen wir hier kurz Pause. Wir nehmen... Panzertes Fußvolk. Oh je, ne? Jetzt haben wir hier. Nee, ist mir viel zu aufwendig, das Ganze. Ich werde sie jetzt einfach mal trennen. Wir werden jetzt versuchen, das einfach schnell durchzusetzen. Gehen hier hin. Und wir gehen dahin. Nein, dahin. So. Da können wir kurz mal noch kämpfen. Sollte relativ kurz dieser Krieg gehen. 50% haben wir schon. Hier haben wir auch gleich in einem Monat. Komm schon. 78. Haben wir noch 3 Monate. Das wird passen. Komm schon. Wir wollen noch nicht sterben. Noch nicht sterben, bitte. Schlecht. Oh je, erpressen will mich noch jemand. Ja, ganz ehrlich, kann er mich ruhig erpressen, denn das bringt ihm eh nichts, denn ich werde eh bald sterben. So, Kind meiner Dynastie, Uraka und der Neffe Ramon haben ein Kind gezeugt. Ah, da soll er auch Ramon heißen, alles gut, kommt schon. Da haben wir es auch geschafft. Forderungen zwingen. Ihr Bastard eines räudigen Hundes, so sei es. Alle auflösen. Und jetzt schauen wir mal, wer hier geeignet ist. Er ist religiöser Eiferer, das wäre jetzt nicht verkehrt. Er hat schon 2 Titel. Wartet mal, also er hat 2 Titel und die können also weg. Die haben noch nichts. Ich würde sagen, er, ne? Er bekommt... Titel vergeben. Hier. Alles hier unten. Wunderbar. Das würde passen. Das macht Sinn. Ich hoffe nur, dass sie schwanger ist und dann auch Kinder bekommt. Dann könnte man ja auch theoretisch hier das Herzogtum noch übernehmen und auch vergeben. So. Wunderbar. Also, das haben wir auch gelöst. Das heißt, die hier, die haben auch... Dann kann sie weg von der Liste. Und dann haben wir noch die Tochter Goto mit ihrem Feo, Gonzalo Feo. Okay, das schaffen wir noch, bevor wir sterben. Das schaffen wir noch. Und theoretisch hoffe ich mal, dass wir noch ein Jahr überleben. Dann können wir auch nochmal vom Papst Geld abzwacken. Jetzt schauen wir kurz bei Savoyen. Die sind immer noch im Krieg. Die sind bei 95. Die sind... auch immer noch im Krieg. Oje, oje.
Mein Gott, wir haben ja sogar die Bretagne, ne? Aua. Ist ja der Wahnsinn. So, was können wir denn jetzt hier noch mit Frankreich machen? Krieg erklären, Herzogtum. Können wir theoretisch auch noch das angreifen? Ich glaube, das machen wir auch noch schnell. Und zwar heben wir die mal hier aus. So. Und jetzt machen wir das mal auf die gute alte Art. Nicht optimiert, einfach rein da. Ja, das ist die gute alte Art, einfach rein da. So. Und da es Frankreich ist und so weiter, will ich auf jeden Fall, dass England mitkommt, denn die führen ja gerne Kriege, ne? Und ich habe keine Lust, dass da jetzt noch jemand mit einem Krieg antanzt und mich blockt. Also mit blockt meine ich natürlich, dass wenn ich ja im Krieg bin, wenn ich annehme, kann ich ja später keinen friedlich vasalisieren, ne? Das ist das Problem. Deswegen möchte ich nur meine Kriege führen und keinem mehr helfen. Und ich hoffe, wir schaffen das auch rechtzeitig hier. Oje, oje, ob wir das schaffen. Komm, gehen wir mal da lang. Ein offenbartes Geheimnis. Eine schändliche Wahrheit ist ans Tageslicht gekommen. Mein Vasall Gepard soll eine inzestuöse Beziehung geführt haben. Die Heike wird eingekerkert. Tschüss, Heike. Und ganz ehrlich, was ist denn los mit denen? Ich habe ja gesagt, ne, die führen bei uns, ne, wird ja nur noch... Das sind die Verbrechen, die bei uns begangen werden. Was ist jetzt schon wieder los? Ein offenbartes Geheimnis. Ramiro hat jemanden einer üblen Sache bezichtigt. Bürgermeister Domingo soll eine Affäre haben. Ah, Baronin Alduara. Willkommen im Gefängnis. Das haben wir erobert. Wunderbar. Dann gehen wir mal hier hoch. Erobern wir das auch noch. Verlieren hier ordentlich Einheiten, wie man sieht. Hartes Zähneputzen. Heute erfuhr ich im Gespräch mit einem Würdenträger, dass die Männer von Cathay ihre Zähne lieber mit Zahnbürsten putzen, die härtere, schärfere Borsten haben. Was für ein tapferes Volk, diese Chinesen. Welche eine Hartnäckigkeit in der Besessenheit, sich die Zähne zu putzen. Gehen wir mal auf die Chinesen, bekommen ein bisschen Prestige. Oh mein Gott. Oh, wir verlieren ja ordentlich Geld jetzt gerade. Kind meiner Dynastie, da haben sie ein Kind gezeugt. Wunderbar. Mögest du groß und stark werden, Munio. Wir werden wahrscheinlich jetzt gleich ein paar Leute wieder entfernen müssen. Aufgebote. Denn das ist aktuell viel zu viel. Was wir haben, was ist mit denen hier? Ich glaube, hier ist der Belagerungstrupp absolut. Ja. Gehen wir mal also hier hin. Dann werden wir mal sehen, wenn die hier fertig sind. Die werden wir dann auch entfernen. So, jetzt machen wir kein Minus mehr. Bei 33 sind wir gerade. Entkommen. Alduara ist entkommen. Möge euch die Pest holen, Alduara. Mann, die flinke Alduara, die hat es einfach geschafft. So, wir haben jetzt 38. Wir schauen, ob wir vom Papst noch wieder Geld holen können. Das ist, glaube ich, noch viel zu früh. Wir schauen mal rüber. Gold erbitten. Am 14. August, also haben wir noch ein paar Monate. So, da haben wir das erobert. 51, wir haben das hier erobert. Dann gehen wir... Nee, da geht der hin. Wir können theoretisch da lang. Was machen wir mit denen hier? 66%. Oh, das ist ein bisschen mühsam, das Ganze. Soziale Manipulation. Als es das erste Mal passierte, dachte ich kaum darüber nach. Aber mein Vasallherzog Conan wird immer kühner. Okay, Conan.
Der Barbar. So, was ist mit ihm? Er ist ein Vasalldenker, schüchtern, geduldig, arrogant. Ihr glaubt, Conan würde alles in seiner Macht Stehende tun, um die Aufgabe zu erfüllen. Ihr glaubt, Conan wird häufig auf seine körperlichen Eigenschaften reduziert. Oder ihr glaubt, dass Conan feige ist, um jeden Preis Frieden will. Schüchtern, geduldig, arrogant. Fähiger Taktiker-Experte. Denker. Oder ich nehme einfach Schrecken. Ich denke mal, wir werden einfach mal. Wie könnt ihr es wagen, den Kaiser herauszufordern? Also, das werden wir auf jeden Fall nehmen. Das ist das Einfachste, was wir jetzt aktuell machen können. Oh Mann, das geht aber nicht so schnell, ne? Ich hätte erwartet, dass es jetzt flott geht. Wir sind immer noch bei 77%. Und dabei haben wir hier halb Frankreich eingenommen. Also das ist, ja, 89. Gehen wir nochmal hier rüber. 90. Wir sind jetzt aktuell im August. Stopp, da können wir wieder Geld holen. Da, das werden wir auf jeden Fall noch machen. Zack, weg damit. Da haben wir wieder mal über 1000. Super. Vielen Dank, lieber Papst. Nutzen wir auf jeden Fall. Komm schon. Komm schon, das schaffen wir noch. Oh, 99%, bitte nicht. Hier, 3 Tage. Da haben wir's. Okay, jetzt bin ich beruhigt. Von euren Missetaten erzählt man sich von Irland bis China. Okay, alle auflösen. Okay, wir sind noch nicht gestorben. Wir haben es geschafft, noch 3, 4 Jahre zu überleben. Das haben wir auch geschafft. Wunderbar. Und wir werden jetzt diesen Herr hier noch diese Grafschaften geben. Und wir werden noch zusehen, dass er noch den Herzogtumstitel bekommt. Burgund war es, ne? Zack. Wunderbar. Also, damit haben wir dieses Problem hier auch gelöst. Und wir sind jetzt unterwegs mit stattlichen 44 Diplomatie übrigens. Das ist schon der Wahnsinn. Und ich zoome mal raus. In dieser Folge ist es einfach, ja, ist es explodiert. Vielleicht. Ach, die sind immer noch im Krieg, verdammt. Was mit denen hier? Oh ja, das machen wir auch noch. In dieser Folge wird annehmen. Was mit Genua? Die sind, ach, verdammt, immer noch im Krieg. Was ist mit ihr? Sie will nicht. Oh, verdammt. Warum seid ihr im Krieg, verdammt? Da haben wir auf jeden Fall noch. Ich habe jetzt auch gerade vergessen, wer das war, ne? Auf jeden Fall haben wir die auch noch. Oh mein Gott. Also, wir sind auf jeden Fall gewachsen. Wie ihr seht, ich denke mal, wir schauen in der nächsten Folge, falls wir überleben, nochmal Savonien und Genua zu vasalisieren. Und dann hätten wir hier aber echt ein Stückchen Land bekommen. Das ist ja der Wahnsinn. Also, machen wir jetzt eine kurze Pause. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.